Hey Leute, willkommen zurück zu den Säulen der Erde. Ich musste nur ein bisschen nachspielen, weil der nächste Part, den habe ich irgendwie leider gelöscht. Er ist verschütt gegangen, deswegen kenne ich das, was jetzt kommt, schon alles. Aber keine Sorge, es ist nicht besonders tragisch. Es wird also für mich jetzt nicht großartig dramatisch werden. Für euch vielleicht schon, wer weiß. Deswegen, wir machen einfach hier weiter mit dem Turtelpärchen unter dem Baum an der Mühle. Weißt du, damals im Wald hat meine Mutter die Regeln gemacht. Aber sie waren alle irgendwie sinnvoll. Hier ist alles so kompliziert. Ich weiß, überall gibt es Regeln. Warum kann Tom Philipp nicht sagen, dass Jonathan sein Sohn ist? Er ist so glücklich, wenn er bei Jonathan ist. Toms Regeln. Und wohl auch Philipps. Tom glaubt, er hat das Recht verloren, Jonathans Vater zu sein. Weil er ihn nach seiner Geburt ausgesetzt hat. Das meint Martha jedenfalls. Und was ist mit uns? Wann werden wir den Leuten von uns erzählen? Ich schätze, wenn wir bereit sind, nach ihren Regeln zu spielen. Oder sie nach unseren. Genau. Es ist wie mit dem Wollhandel. Ja? Mit Wolle zu handeln ist ein bisschen wie das, was mein Vater getan hat. Mit Leuten reden, verhandeln, abwägen. Es macht sogar Spaß. Mit Leuten zu reden macht Spaß? Du hörst dir an, was sie zu sagen haben, was sie zu bieten haben, wonach sie suchen. Dann machst du ihnen ein Angebot, von dem alle profitieren. Auch du selbst. Ich verstehe. Wir werden den Leuten von uns erzählen, wenn wir ein Angebot haben, das ihnen und uns nützt. Richtig. Klingt ein bisschen seltsam, oder? Und du solltest nicht vergessen, warum Tom und Philipp so mit dir umgehen. Sie wollen das Beste für dich und für sich selbst. Nämlich dich. Wenn du es sagst. Ich weiß es. Das will ich nämlich auch. Auch niedlich, die beiden, oder? Eines Tages werden wir ihnen alles über uns erzählen, Ellie. Ihnen allen. Vielleicht nicht alles, Jack Builder. Oh. Nee, alles sollten sie auch nicht erzählen. Aber ich denke mal, die beiden... Was ist denn da drüben los? Wir gehen besser und sehen nach. Leute! Beruhigt euch! Was ist am Steinbruch geschehen? Hört doch! Ja, es gab einen Zwischenfall. Unser Freund Otto Blackface wurde im Steinbruch verletzt. Was ist geschehen? Der Graf von Shiring hat seinen Männern geboten, uns davon abzuhalten, Steine aus dem Steinbruch und Holz aus den Wäldern zu holen. Warum? Warum sollte Percy Hamley das tun? Wir wissen nur, was uns seine Männer gesagt haben. Dass der Graf von Shiring den Bau der Kathedrale von Kingsbridge nicht länger unterstützen wird. Oh nein, was sollen wir denn jetzt machen? Ich werde selbst nach Shiring reiten und mit Percy Hamley sprechen. Gut und schön. Aber wie sollen wir ohne Steine und ohne Holz weiterbauen? Ich will hier bezahlt werden, bevor hier alles zugrunde geht. Ich muss meine Familie ernähren. Beruhigt euch! Ihr habt den Prior gehört. Er wird selbst mit dem Grafen sprechen. Und ich habe für einen Fall wie diesen vorgeplant. Ihr sollt bald bezahlt werden. Und es wird noch genug Arbeit geben, für mindestens einen Monat, für alle von euch. Ich vertraue Tom. Ich sage, wir bleiben. Und ich vertraue unserem Prior. Ich werde alles Nötige vorbereiten. Ich bin gleich bei euch. Was, wenn der Graf Philipp kein Gehör schenkt? Ich muss mit Philipp reden. Komm später bei mir zu Hause vorbei, ja? Was ist denn mit dem Buch, das wir suchen wollten? Nicht jetzt. Ich glaube, ich habe eine Idee, wie ich Philipp helfen kann. Ich werde das Buch schon finden. Wir werden das alles geregelt bekommen. Und jetzt zurück an die Arbeit. Unsere Kathedrale baut sich nicht von selbst. Und du, Jack, pass auf Jonathan auf. Was? Schon wieder? Er meint's ja nur gut. Ich meine, wir sind halt Babysitter, was soll's.
Ich werde alles tun, was ich kann, damit ihr euren Lohn erhaltet. Ich weiß, ihr habt uns damals aufgenommen, als wir aus Earls Castle fliehen mussten. Mein Mann hat seitdem immer hier gearbeitet. Und wir wollen bei unserer Lady Aljena bleiben. Aber wir haben keine Wahl. Oh, Mary. Meine Familie und ich auch. Wir alle verdanken Philipp viel. Ich vertraue euch, Vater. Aber ich riskiere dort oben jeden Tag meinen Hals. Meine Frau hat recht. Wenn ihr unseren Lohn nicht zahlen könnt, müssen wir weiterziehen. Kingsbridge ist unser Zuhause. Ich will hier nicht fort. Lasst mich nachdenken. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, wie wir eure Arbeiter früher entlohnen können, Philipp. Aber es wird Tage dauern, bis wir unseren Erlös von der Wollmesse haben. Es tut mir leid, aber in solch einer unsicheren Lage können die anderen Arbeiter und ich nicht so lange warten. Vertraut mir, Philipp. Mir fällt schon was ein. Jack, du sagtest, du wärst mit deinem Kragstein fertig. Was ich gesehen habe, sah aber nicht fertig aus. Es ist schwierig. Ich brauche mehr Zeit. Er muss aber heute fertig werden. Wenn du es nicht schaffst, muss Alfred ran. Das ist mein Kragstein. Nichts von all dem hier gehört uns. Figurenmeißeln ist die einzige Arbeit, die du nicht Alfred gegeben hast, um sie zu vermasseln. Wir sollten dankbar sein für die Arbeit, die wir tun dürfen. Und in unserer Arbeit müssen wir gründlich und beständig sein. Dankbar für das, was wir tun dürfen? Du warst es doch, der unbedingt eine Kathedrale bauen wollte. Du hättest andere Arbeit haben können, aber nein. Monatelang hast du alles andere abgelehnt. Ohne Rücksicht auf Verluste. Wann wirst du Jonathan erzählen, was damals im Wald passiert ist? Das ist aber ganz schön fies jetzt, oder? Das ist ganz schön, das hat er nicht verdient. Ich hätte das mit Jonathan nicht sagen sollen. Scheiße. Ja, hättest du nicht. Das war echt fies von dir. So, an der Mühle haben wir nämlich noch ein Wespennest hier. Das habe ich übrigens bei dem Spiel, beim Spielstand, den ich jetzt noch hatte, nicht gemacht. Warum auch immer. Weil ich ganz vergessen, dass hier noch ein Wespennest ist. Nein, nein. Ah. Zack. Ha, ich wette, es gibt noch mehr Nester. Meinst du? Wir gehen mal in die Mühle rein. Vielleicht ist da noch was. Oh, Jonathan, was machst du denn da? Der spielt mit Ameisen. Pass bloß auf, die beißen. Oder die spucken. Die spucken ihre Ameisensäure. Mühlenwerk. Das Wasser treibt das Rad an. Nicht reinfassen. Dann noch mehr Räder. Und den Mühlstein. Das heißt, das Wasser treibt den Mühlstein an. Die Bewegung des Wassers wird benutzt und in eine andere Bewegung umgewandelt. Das Mahlen des Mühlsteins. Sollte es dann nicht möglich sein, auch andere Bewegungen zu erzeugen? Wir benutzen ja auch Räder, um Lasten auf der Baustelle nach oben zu ziehen. Mit der richtigen Mühle lässt sich vielleicht ein Hämmern oder Sägen erzeugen. Wenn ich mehr Zeit habe, werde ich vielleicht mal etwas ausprobieren. Der Junge ist nicht dumm und er ist sehr neugierig. Das finde ich immer sehr. Ist immer sehr gut. Was? Verwitterte Worte? Jemand hat hier etwas in den Balken geritzt. Ausgeblichen und verwittert. Kann ich erkennen, was es war? Wünschte, Ameisen würden mich auch so begeistern. Ich finde Insekten toll. Ich mag Ameisen. Generell alles, was so mit Insekten zu tun hat. Eine Handvoll Ameisen. Meine Ameisen. Ich habe nur ein paar genommen. Das sind nicht alles deine Ameisen. Hast du dir jetzt in die Haare geschmiert? Was macht er mit den Ameisen bitte? Warum hat er die jetzt eingesteckt? Kannst du nicht einfach Ameisen einstecken? Na gut. Wir haben noch was zu tun und zwar für die armen Frauen wollen wir noch ein bisschen Salbe besorgen. Das habe ich jetzt wie gesagt ja alles schon gemacht. Ach ja, warum auch immer ich das gelöscht habe, das war keine Absicht. Geht einfach hier mal zum Steinbruch. Jacks Steinbruch. Bringt mehr Zeit hier als im Dorf. Wie sie sagt, sie braucht Abstand von Menschen. Oh, guck mal hier. Das ist schon etwas her. Würde besser sein, aber mir gefällt's. Es zeigt einem, wie leicht sowas gehen kann. Ein kleiner Steinbruch. Hier meißle ich, was ich will und wann ich es will. So gern ich es täte. Ich habe Tom versprochen, nur abends an meinen eigenen Sachen zu arbeiten. Wie war das, du hast versprochen? Du kannst machen, wann du willst und was du willst. Naja. Red mal mit der Mama. Ah,
da bist du ja, Füchschen. Wir müssen uns mal unterhalten. Was gibt es? Ich befürchte, uns stehen harte Zeiten bevor. Tom hat mir erzählt, dass sie versuchen, den Bau der Kathedrale zu stoppen. Sie? Wer genau? Der Graf von Shiring und seine Männer. Tom steht unter enormem Druck. Wenn er nicht wäre, hätten sie ihr Ziel schon erreicht. Warum erzählst du mir das? Hat er etwas über mich gesagt? Nein, aber ich weiß, wie sehr es ihn belastet, dich und Alfred streiten zu sehen. Ich sehe nicht ein, warum Alfred alles machen darf, was er will. Alfred ist jetzt selbst Meister. Du bist ein Lehrling. Das sind die Regeln. Es sind nicht meine Regeln, aber es sind deine, wenn du auch Baumeister werden willst. Hm, kann schon sein. Ärgere dich nicht, Füchschen. Tue ich nicht. Ach Mann, warum ist sie so klug und sagt uns die richtigen Sachen? Alfred ist ein Blödmann. Die Valkarinnen unten im Dorf haben Probleme mit ihren Händen. Das wundert mich nicht. Ich konnte das nur ein paar Tage lang machen. Dann habe ich's aufgegeben. Auch wenn Aliena gut bezahlt. Nimm das hier. Oh. Das ist, Brennnessel. Au. Brennnessel? Du musst sie in einem Mörser zerreiben und dann Salbe daraus machen. Cuthbert hatte einen Mörser. Die Salbe wird den Valkarinnen helfen. Aber nicht langfristig. Wenn sie nicht wollen, dass ihre Hände bluten und schmerzen, dann müssen sie mit dem Walken aufhören. Mhm. In Ordnung. Danke. Ach, die Mama. Ich mag seine Mutter. Das war vielleicht das Richtige natürlich, dass sie sich damit mit Jack zusammentut. Und das war alles nur für ihren Sohn. Sie hatte an ihn gedacht. So, wir haben hier noch einen Mörser und Schlüssel, wie ihr wisst. Dafür gehen wir jetzt einfach mal zur Küche. Das ist nämlich Milius. 5. Und der Mörser. Dann wollen wir mal. So, das ist wieder sowas hier. Es ist ein bisschen schwer zu berichten, wann das losgeht. Ja, der Cursor ist etwas störrisch. Yep. So geht's aber eigentlich. Hab's fast. Ah, hab's geschafft. Ich kann's ja doch. Gut. Und was jetzt? Milius? Ja? Weißt du, wie man Salbe macht? Ja, sicher. Man braucht lediglich etwas heißes Fett und Bienenwachs. Danke. Voll gut. Salbe für die Hände der Arbeiterin. Weißt du, Jack, du würdest wirklich ein guter Mönch sein. Was? Ich? Ich glaube, das würde nicht gehen. Warum nicht? Du kannst lesen, du weißt schon etwas über Heilkräuter und deine Gesellschaft tut uns allen gut. Soll das hier Wein sein? Was? Hier unten in der Ecke. Nein, das ist Essig. Das ist Essig. Der sollte da nicht stehen. Was hat sich Cuthbert dabei nur gedacht? Herr, steh mir bei. Dieser Andrew. Damit ich Bruder Andrew nicht aus meiner Küche jage. Ich glaube nicht, dass ich ein guter Mönch wäre. Warum nicht? Selbst Philipp glaubt das. Ist ja auch nicht wichtig. Ich muss jedenfalls kein Mönch sein, um hier vorbeizuschauen, damit wir uns unterhalten können, oder? Das stimmt. Und ich befürchte, ich muss jetzt zurück an die Arbeit. Danke für die Hilfe. Das stimmt. So. Das ist ein netter, der Milius. Das ist ein guter. So, ich würde sagen, bevor wir uns jetzt hier wieder in Gespräche verwickeln lassen, wo wir gar nicht wollen, geben wir einfach mal den Frauen die Salbe. Ein bisschen komisch. Ich muss die Salbe auswählen und dann auf die Frauen. Ich kann jetzt nicht einfach nochmal hinlaufen mit denen quatschen. Das geht komischerweise nicht. Warum auch immer. Probiert mal die Salbe. Wann hast du nur die Zeit gefunden, Salbe für uns zu machen? Hast du nichts zu tun? Wer wäre ich denn, wenn mir das Schicksal hilfesuchender Damen egal wäre? Heißt das, du hilfst uns jetzt beim Walken? Ich habe selbst viel zu erledigen. Darum wird das leider nicht klappen. Aber natürlich. Plötzlich hast du etwas zu erledigen. Aber ich muss schon sagen,
Die Salbe wirkt. Meine Hände fühlen sich schon viel besser an. Danke, Jack. Es war mir ein Vergnügen, meine Damen. Das ist echt nett, dass wir denen jetzt einfach mal geholfen haben. Ach, das Buch für Ellie. Ah, warte mal. Da müssen wir noch ins Skriptorium. Und dann können wir mal die Mönche dort befragen. Ich glaube, ja, Remigius pfeift immer noch die Typen da zusammen. Waren da unten noch Wespen? Waren da eben... Ich habe die vergessen. Frag die mal jetzt. Ich sollte besser jemanden fragen, der sich mit Büchern auskennt. Ja, ich meine, das sind Schriftgelehrte. Ich meine... So. Ja, er weiß das. Ich suche nach einem Buch von Ovid. Oh, in Shiring und Winchester haben wir ein paar davon gesehen. Es gibt auch die ein oder andere Kopie in Salisbury, glaube ich. Welches suchst du denn? Die Amores. Hast du davon schon mal gehört? Der wird ganz rot. Das war doch eine der Niederschriften in Winchester, denke ich. Hast du es gelesen? Ich? Ich weiß nicht mehr genau. Hat er. Nur ein oder zwei Seiten. Klingt nach dem richtigen Buch. Und Winchester ist auch gar nicht so weit weg. Ich sollte Ellie sagen, was ich herausgefunden habe. Ein oder zwei Seiten. Er hat es bestimmt fünfmal gelesen hintereinander. Erotika. Oh nee, warte mal. Die Wespen. Die Wespen. Ja, die sind echt noch da. Wir schenken euch unser Vertrauen. Ich dachte, ich hätte sie abgeschossen. Offensichtlich hier noch nicht. Und keine Burg war, die vor ihm bestünde. Ich glaube, das waren alle. Und so dankt er es uns also. Sieh mal. Habe ich sogar ein Achievement bekommen. Kammerjäger. Sehr cool. Na, dann gehen wir mal zu Aliena und sagen, dass wir das Buch gefunden haben, die Erotika. Komm, ja, Jonathan, erzählen wir Ellie, was wir rausgefunden haben. Und das, was man uns damals als solches gesehen hat. Ah, oh, komm mal, die dicke Katze. Die dicke Katze. Hauptsache, der geht's gut. Guck mal. Erstmal in den Schatten. Ist so warm in der Sonne. Sieht super Rame aus. Rame von Chester und sein Halbbruder haben Stefan die Burg von Lincoln weggenommen. Jetzt haben wir die Chance, sie zurückzugewinnen. Wir? Wer ist wir? Ganz England stöhnt unter neuen Steuern und wird zerrissen von diesem sinnlosen Streit. Sinnlosen Streit? Du glaubst immer noch, ich spiele nur herum? Nein! Ich riskiere mein Leben, Ellie. Für dich und mich. Das ist kein Spiel. Das weiß ich. Wirklich? Es ist eine Ehre, Ritter des Königs zu sein. Eine Ehre, die eine Menge Geld kostet. Schicken Bart hat er gekriegt, der Richard, oder? Jetzt hast du es zerbrochen, Jonathan. Da ist jemand an der Tür. Ich bin gleich zurück. Der kleine Junge. Also niedlich. Oh. Geh mal spielen. Jack. Hey. Na? Ja. Was machst du hier? Ich... Schaut mal links. Ich... Alles in Ordnung bei dir? Ja, es dauert nur eine Minute. Tut mir leid, mein Bruder ist hier. Er muss bald nach Shiring zurückreiten. Ah, verstehe. Nun gut. Ich wollte nur Bescheid sagen, dass ich etwas über das Buch herausgefunden habe. Welches Buch? Oh, Ovid, hast du wirklich noch danach gesucht? Natürlich. Warum auch nicht? Ich weiß nicht. Es kam mir nur so vor, als gäbe es gerade so viele Probleme auf der Baustelle. Wo wir gerade davon sprechen. Könntest du Philipp ausrichten, dass mir eine Idee gekommen ist, wie wir die Arbeiter bezahlen können? Oh, wie denn? Ich werde all seine Wolle kaufen und selber wieder auf der großen Wollmesse verkaufen. Aber ich muss erst nach Shiring und das Geld besorgen. Alles klar. Ich werde es ihm ausrichten. In Winchester haben sie eine Kopie der Amores. Oh,
Ich glaube, ich kenne da jemanden, der es besorgen kann. Aber zuerst müssen wir dafür sorgen, dass Philipp sein Geld bekommt und mit Percy spricht. Wem? Percy Hamley, dem Grafen. Percy Hamley ist ein fetter Tölpel. Das weißt du ganz genau. Glückwunsch! Jeder hat dich gehört. Ja, und? Sie sind alle Bastarde. Ich denke, ich sollte jetzt gehen. Warum sagt er nicht mal Richard Hallo? Sehen wir uns später, Jack? Natürlich. Ach, sind die süß, die beiden. Oh. Also, das Wort solltest du besser ganz schnell vergessen, kleiner Bruder. Bastarde! Ach, wie süß das Kind. Für sie hast du also Geld, Ellie. Du belauscht mich also. Großartig. Der Handel mit Philipp wird ihm und uns helfen, Richard. Robert von Gloucester rückt in diesem Moment auf Lincoln vor. Morgen werden wir von Shiring aus losreiten. Und was ich von dir brauche, ist Geld für ein neues Schwert und ein Gambeson. Und ich will mein Schild in Stefans Farben bemalen lassen. Führt das alles irgendwo hin, Richard? Du bist nun schon seit Jahren damit zugange. Und hat der König je erwogen, dich zum Grafen von Shiring zu machen? Noch nicht. Aber ich habe Seite an Seite mit ihm gekämpft. Er kennt meinen Namen, Ellie. Oh. Na gut. Wir treffen uns in Shiring. Ich bringe das Geld mit. Ach, Richard. Sprich mit Philipp. Was habe ich eigentlich noch die Ameisen dabei? Philipp? Gute Frage. Ja? Aljena sagt, dass ihr eure Arbeiter bezahlen könnt. Sie hat genug Geld, um jetzt schon die ganze Wolle der Priorei aufzukaufen und dann selbst in Shiring weiterzuverkaufen. So könnt ihr euer Geld früher bekommen. Ist das wahr? Aber ihr müsst sie selbst nach Shiring begleiten. Sie muss das Geld erst noch holen. Je früher, desto besser. Ich muss ohnehin mit Percy Hamley sprechen. Danke, Jack. Aber jetzt kehr besser wieder zurück an deine Arbeit. Tom will mit dir sprechen. Ah. Riecht nach Ärger, Leute. Ja, arbeite weiter. Würde ich sagen, machen wir noch, aber nächstes Mal. Jetzt ist erstmal gut. Muss noch rauskriegen, was ich die Ameisen brauche und dann sehen wir mal. Ich danke euch sehr fürs Zusehen, Leute. Wäre schön, wenn ihr mir ein Like da lasst und vielleicht einen Kommentar schreibt. Bis zum nächsten Mal mit den Säulen der Erde.